Enter-Taste, damit wir das Ganze über YouTube schon mal aufnehmen. Das Boost könnte ich ja raushauen. Ist es wirklich die Discord-IP von... Gott, ja. Aber doch nicht von Luther Kings. Doch, doch. Wie ist doch anders da? Also die von Luther Kings ist doch anders da. ET ist so BVCT. Naja, Wembley hat einen neuen Link generiert, deswegen. Also. Das war jetzt der Link direkt von dem Channel, in dem wir gerade sind. Ach so. Essel. Macht eigentlich dieser riesengroße hässliche Pfeil und dann Stream? Der ist für YouTube gedacht. Ich habe keine Lust, das nachhinein im Rendering reinzudonnern. Hat nur mit dem Video schon was auf YouTube zu tun. Hier hat es noch keine Bewandtnis. Hi, hat's geklappt, ja. Oh, gut, dann starte ich mal. Hallo, Rübe. Hallo. Wenn du, wenn du Browser-Version nutzt, dann kann es sein, dass das Mikro nicht funktioniert. Beziehungsweise, dass du uns hörst, aber mir dich nicht. Und genau, das meinte ich. Scheint wohl so zu sein. Vorab schon mal den Ding. Beziehungsweise, liegt nicht am Mikro, sondern es kommt auch kein Symbol, das er spricht. Also irgendwie, vielleicht das heißt, es liegt dann an der Browser-Verbindung. Okay. Naja, wenn es nicht klappt, klappt es. Und irgendwie sollten doch. Also, Spus, wenn du der Einzige bist, wo dann abstimmt, wird's schlecht. Übliches halt, ne? Super. Okay, die Klamotten habe ich jetzt die ganze Zeit, oder was? Nee, nee. Ja, aber kannst du uns wenigstens hören? Ja, es ist doch dann auch schon mal was. Ich wollte dir wenigstens was sagen und dann schreibst du halt zurück. Also die Klamotten, was ich jetzt habe, die Ausrüstung behalte ich die ganze Zeit oder was? Nein, sie kann downgegradet werden oder abgegradet werden. Je nachdem, wie gut ich bin oder was. Und das machen entscheiden die Zuschauer. Schaut überhaupt wer zu, außer wir selber. Ja, genau. Yep. Was ist denn los mit mir heute? Ich hab nicht mal was gemacht, schon zehnmal gestorben. Schon zehnmal gestorben? Hey, machen wir keine Kokonette. Zweimal. Ne? Zwei. Entschuldigung. Zwei. Was denn hier? Bringt das Loot überhaupt was? Ja. Wenn du zum Beispiel das Negativ verkaufen willst, brauchst du Loot. Das Positive, dafür kriegst du Loot. Okay. Nur nicht wundern, warum noch keine Worts möglich sind, weil wir noch nicht in keinem Raum sind, wo die Worts nutzen. Also das heißt, die kommen noch. Also nicht jetzt aber, warum das jetzt aktuell genauso ausschaut. Ja, und es gibt keinen einzigen Shop. Yes, okay. So, jetzt können wir das oder das andere. Hä? Ich blick's nicht, aber ist egal. Also das heißt, das was du da oben jetzt liest, das Rote ist das Negative, also Schlechte, und das Grüne ist das Gute. Ja, wie kriege ich das jetzt hin oder her, in welche Richtung, oder? Indem, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel bei meinem Twitch-Kanal zuschaust, kannst du reinschreiben, wenn du schreibst crazy rein oder YMCA rein. Das heißt, was bedeutet das YMCA? Ja, ich muss nur schnell was ändern, weil das Problem ist, die Wutanzahl passt nicht. So viele Zuschauer hast du nicht. Ganz genau. Deswegen sollte ich es vielleicht anpassen. Deswegen musst du dir quasi selber reinschreiben, was da haben. Deswegen sollte ich es anpassen. Nach unten scrollen. Hier wunderschöne Liste. Ich hab so eine beschissene Waffe, ey. Oh, mit dir kriegt er nie das Schild weg. Sie ist doch super, die Waffe, ey. Ich weiß nicht, wenn ich da auf dem Feuerelement drauf kloppe, ich krieg das Schild nicht weg.
Ja, du musst im richtigen Abstand stehen. Ja, die ist so im Nahkampf ist schon gut, ey. Weil man mehrere Gegner gleichzeitig drin treffen kann und so. Ja gut, aber der Schild wegkriege, bringt's mir nicht so viel. Warum wird das jetzt nicht? Ja, es geht schon. Du musst dann schauen, dass du in Rage-Modus kommst, dann kriegst du Schild schon weg. Ja, im Rage dann, aber irgendwie so, keine Ahnung. Also ich spiele ja eigentlich am Anfang immer mit der. Ich weiß nicht, ich schaff's einfach nicht. Ich kann da kloppen, wie ich möchte. Ja, gut, ich meine, die ist natürlich gut, wenn du Heilung hast. Wenn du keine Heilung hast, ist sie nicht so etwas. Ich hab, ich hab Lebenskupfer. Was muss ich jetzt halt tippen? Normalerweise das da. Vote. Net the Vote? Das ist das Ding? Warte, ich guck mal kurz nach. Ich hab ja das auch, aber irgendwie ist gerade nicht. Du musst eine Zahl dazu eingeben. Ich weiß. Hab ich ja. Nein. Probieren wir es mal mit dazu. Nö, irgendwo liegt Command. Ja. Was machst du denn jetzt? Komm mal weiter. Es sitzt da oben drei rote. Ja, das ist immer die. Die sollte eigentlich komplett rot sein, weil es müsste eigentlich nur eine. Die sollte so echt schnell. Needed Votes mit großen V. Ja, habe ich. Ja, wenn wir so spielen, dauert es natürlich ewig. Und ich tippe jetzt eine 1 ein. Und bestätigt ihr das? Nein. Ich glaube, da ist 1 für mich oben. Aber zumindest, also verbunden ist er. Ja, verbunden ist er, weil sonst wird das ja auch nicht zählen. Sonst hat er da auch nicht geschrieben, lieben oder meinen Namen, man kann abstimmen. Ja, richtig, ja. Warte mal kurz. Das mit Ausrufezeichen oder mit was hast du gemacht? Ne, ohne Ausrufezeichen, weil Ausrufezeichen darfst du ja nicht. Warte, gib mal schnell das Schlüssel. Body Comment, okay. Ich müsste ja noch viel gehen. Ne, kleines V, die haben da ein großes V drin da stehen. Kleines V. Echt, ja? Ja, ich habe gerade mal geguckt in der ganzen Liste, was da steht. Kleines V. Also ich habe kleines V. Jetzt. Echt, dann ist das hier falsch. Schon mal keine eigentlich schon. Vielleicht das andere V. Achso, das hast du jetzt geändert, gut. Ich hab's gerade geändert, ne? Aha, Herr Hoffmann. Ja, so heiße ich. Wisst ihr, wie ich heiße? Jetzt weiß ich, wie du heißt. Keine Götterfähigkeit. Das ist nur zeitlich begrenzt, weil er Fragen hat. Oh, Junge, Junge. Gott sei Dank nichts Schlimmeres. Jetzt Insta-Skip wäre nett gewesen. Aber die. Was ist das für eine Zeit? Eben halt in der Zeit, wo du keine Götterfähigkeit hast. Sagen wir es mal so. Wenn die abgelaufen ist, hast du die Götterfähigkeit wieder. Und du hörst auch den Ton, dass das vorbeigeht. Das heißt, es ist auch, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, teile doppelt so viel Schaden aus, dann ist es ja auch zeitlich begrenzt. Ja, okay. Hey, da wollten wir immer mal ein GTG vorzunehmen. Neuer Skin. verkaufen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel was, das Grüne, da habe ich schon erzählt, verkauft, sieht man eben halt, sieht man ja, wie viel Loot man dafür kriegt. Und je nach Level desjenigen... Und das kann auch sein, dass mal das neue Klamotten sind und so, ja? Ja, auch Waffen, dann, Helme. Ja, okay. Ja, dann kann man sich also mit der Zeit, wenn man weiß, was bringt, schon irgendwie aus selber aussuchen, dass man auf Heilung kommt. Ja, oder das was. Schlimmste, was du machen kannst, ist das, wenn da steht zum Beispiel, du kriegst zum Beispiel eine schlechtere Waffe. Und du hast aber schon ein Holzschwert und du kaufst es für 100 Loot, dann bist du selber schuld. Und hast du gar nichts mehr? Doch, nee, du hast ausgegeben. Ja, du hast 100 Loot ausgegeben für wieder und wieder nichts. Höchstens hättest du vielleicht einen Holzbogen gekriegt. Das wäre ein Hubi beinahe schon mal passiert.
weil man erstmal nicht nachdenkt und dann denkt man sich, ach, gebe ich jetzt 100 Loot aus oder nicht? Und ich denke mir so, warum geben wir die 100 Loot ausgeben für was, was nichts bringt? Okay. Oh ja, nimm mal mit. Ja. Was mit. Und vor allem, du siehst ja unter den roten und den grünen eben halt Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 aufsteigend. Umso höherwertiger das ist, umso teurer wird es zu verkaufen oder umso mehr Loot kriegst du, wenn du es verkaufst. Es steigt bis Level 10 und dann fängt es wieder von 1 an. Spoos, du hast heute wohl einen guten Tag. Ich spiele mit. Achso. Nee, ich will's mal den Wembley. Ach, du willst jetzt den Wembley das gute Seite von dir zeigen. Boah, da muss man ja voll schnell sein, ne? Das bringt uns leider krass. Bringt das jetzt nicht so, weil, glaube ich, nur ein Monster da war, der so gut das Spiel getätigt hat. Hätte man auch verkaufen können, aber ich hab's gerade nicht gesehen. Ja. Ich erhöhe mal die Abstimmung mal kurz. Ja, wir bräuchten aber halt. Mehr. Ich will nur mal was wissen, nicht, dann nicht, dass du zu schnell mit Nein tippen bist. Sollte da nicht jetzt ein Wort kommen? Nee, wenn du was eintippst, dann kommt das nochmal. Das ist ja der Fehler, den Wembley, Hubi die ganze Zeit ausnutzt. Nee, ich hab nicht den Fehler gemacht, ich hab nur die Abzahl der Abstimmung geändert. Auf zu hoch gesetzt. Ja, das ist ja das Problem. Aber mir wird oben gerade überhaupt nichts angezeigt, deswegen. Vielleicht ja, das meine ich dann, das ist das Problem. Also, aber Hubi macht es meistens anders, oder? Hubi macht es ja. Ja, Hubi drückst anders da. Ja, ja. Er macht den Befehl, nachdem der Command kommt, was jetzt so davor schon macht. Kann man leveln? Leveln, ja, die Mission Cards bringen nichts. Ja, gut, macht Sinn. Aber zumindest kann man. Man kann leveln. Sammeln. Man Pilz necken hier. So, wieso kommt jetzt nichts? Kommt nicht in jedem Raum was oder wie ist das? Eigentlich sollte es. Es ist kaputt. Der Test hat's kaputt. Ich habe einen Bug gefunden. Meine Aufgabe ist schon wieder erfüllt für diese Woche. Also wenn wir hier den Kampf beendet haben, werde ich jetzt mal wieder auf 1 runtersetzen, weil. Hier kommt einer mit der Truhe aufmachen. Also ich habe sie auf 1 umgeändert, mal gucken. Unterwegs. Jawohl. Könnt ihr mal alle muss sie besiegen, bevor sie überhaupt was macht? Leute? Achso, hab ich nicht gesehen. Erst mich looten, dann das. Super, Leute. Vor allem das Bubus mal wieder. Muss Pilze essen. Ich hab. Auch Leben. Papalapap. Was du brauchst, ist. Gute Nerven. Komm mit der Waffe nicht klar. Welche hast du denn? Die Schöpfkelle! Ja. Hast du gut unterschrieben? Schöpfkelle. Ich hab jetzt ein spottendes Koffer. Okay, jetzt verstehe ich das nichts gekommen ist. Da auf Zuckerschuld. Ja, genau. Wir können ja nichts anderes machen. Rübe? Rübe. Du kannst hier ein paar Pilze essen. Wegen der Gesundheit. Weil hier noch welche rumstehen. Wir fahren mal hochfahren. Jo. Imperator spielt American Truck Simulator, steht hier gerade, wer auch immer Imperator ist.
wo wir schon beim Thema waren heute. Mhm. Wunderschöner Rollenspiel-Simulator für Fans, ein wahrer Genuss. Besser als so manche andere LKW-Simulationen auf dem Markt. Gucken wir jetzt hier, was kommt hier mit Befehl. Warte mal. Jetzt. Oh, jetzt. Blöd, dass er meins nicht, was ich eingetippt habe extra. Das war so schön. Also jetzt so. Hätte sich auch was Besseres wünschen können. Ich check das nicht, warum da jetzt immer irgendwas steht oben. Das ist einfach nur so. Das was da steht, hat der Rumpel geschrieben. Also das heißt zum Beispiel, was da oben steht, hat eigentlich so ziemlich keine Sinn und Bedeutung. Okay. Es ist einfach nur dafür da eben halt, um zu verbergen, was dahinter steckt. Weil das System weiß jetzt ja schon, was dahinter steckt. Ja. Hinter den zwei Sachen. Okay. So, hat sich ja schon ausgesucht. Es geht nur noch darum, dass der Zuschauer vor dem Bildschirm nicht weiß, was das ist. Sonst könnte es sagen, warum sollte ich denen ein Rüstungsupgrade, wie jetzt hier, schenken, wenn ich denen auch die Rüstung klauen kann? Oder sagen kann, warum sollte ich denen das geben, wenn ich auch denen was klauen kann oder das schwerer machen kann, wenn ich sage, die sind mir viel zu... So, was sag ich denn jetzt? Ich habe unsichtbare Seite, super. Ich habe die ganze Zeit einen Geist mit der Waffe. Ich hätte mal gerne eine andere Waffe, weil es geht der was auf den Sack, diese Keller. Lass mich, selbst mit der. Darf ich raten? Es kommt bis zum Bosskampf keine gute Waffe. Ja, das kann gut wirklich sein. Ja. Weißt du, ich krieg selbst mit der 1er Armbrust den Schild weg, als mit dieser beschissenen Keller. Ja, dieser wird mal besser als die Pfanne, die darüber hat. Ja, der darüber bräuchte vor allem eine bessere Waffe, weil der ist wirklich beschissen. Also ich krieg echt diese komische Schöpfkeller nicht hin, also ich weiß nicht, was mit der ist. Ich auch nicht. Normalerweise ist Schiffkühle Heilung technisch immer am besten. So haben wir keine Rüstung hat, weil sie dadurch vergeigt. Ja, aber ja, Aber der Rübe braucht auf alle Fälle eine bessere Waffe. Dafür bin ich. Nein. Ja, das Nein war ich. Ich kann gerade nicht schreiben. Ich auch nicht, weil das andere ist mir zu lang. Ach, geht länger, das kann ich jetzt relativ schnell schreiben. Das Problem ist bei mir, dass ich die längeren Sätze immer so. Ich habe kein 10-Fingersystem. Okay. Ja, das ist mein Problem. Das, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich schon längst wieder vergessen. Habe ich nie gelernt. Ich auch nicht. Ich folge dem Emily. Helm-Upgrade. Also irgendwas finde ich gerade an dem Spiel beschissen. Das, was man will, kriegt man nicht. Und wenn man es dann kriegt, dann will man es nicht. Unsichtbares Eis. Spotten das Kupfer wieder. Und ich habe unsichtbares Eis immer noch. So, da. Ich krieg den Effekt trotzdem ab, wobei ich Kupfer hab. Na egal. Mal gucken, was jetzt da unter den Sachen ist. Ja, gegen das unsichtbare Schwache hilft es nicht. Ja. Für alle Zuschauer, die wohl neu dazugekommen sind, eine kurze Foto. Dieser zwei Texte, was er in roten oder grünen Feld liest, einfach so eintippen, ohne was dazu zeigen und einfach bestätigen. Wer am schnellsten ist, entscheidet, wie hier der Spielverlauf wird. Oder das noch Hochdeutsch reden wäre vielleicht ein guter Moderator, aber so, nee. Hochdeutsch. So. Alle Leute, die wo zugucken, ihr könnt es oben in den grünen und roten Spalte, rot ist negativ, grün ist positiv, entscheiden, das heißt, was dort steht, könnt ihr unten in den Chat eintippen. Nachdem ihr es eingetippt habt, einfach bestätigen, ohne irgendwas dazu zu schreiben, genauso abtippen. Und damit könnt ihr entscheiden, wie der Spielverlauf wird. Besseres Hochdeutsch. Ja, besseres Hochdeutsch kriegst du nicht hin als Bayer.
Entschuldigung. Ich habe mich bemüht. Ja, du hast dich bemüht. Weißt du, was das bedeutet in einem Arbeitszeugnis? Er hat sich bemüht. Das Schlimmste, was drüber stehen kann, ist immer, er war immer pünktlich und war nie frech. Lifestyle. Zeitlich begrenzt, also so dringend ist es nicht. Nee. Okay, ich habe jetzt aber irgendwie. Es ist einfach Heilung. Ja. Ich sollte mir unbedingt neues HDMI-Kabel kaufen. Notiz an mich. Ja, und irgendwann, so können wir nur verkaufen. Ich dachte, es gibt auch Sachen, die man kaufen kann dann. Nein. Also das Grüne kannst du immer verkaufen, dafür kriegst du Loot. Und das Rote kannst, also das Grüne verkaufst du und kriegst Loot. Und das Rote verkaufst du und musst du bezahlen. Das verkauft, das heißt, du wirst es loswerden, du zahlst die Strafe dafür. Okay. Andere Räume wollen wir nicht mehr machen, oder was? Warte mal, wir hatten den Elfenkönig noch nicht. Den König der Elfen noch nicht. Und da drüben ist noch ein Raum, den würde ich gerne vielleicht noch mitnehmen. Wäre ganz hilfreich, je nachdem wie wir dazukommen. Ja, und zum anderen, sonst geht der Effekt verloren. Weil nach jeder Aufzugfahrt wird das resettet, was dort standet. Ich brauche ja kein Lifestyle, weil ich voll bin. Richtig. Ja. Ich sehe nichts. Big Bada Bang oder Terror Goblin Chains to Loot. Alter, dieser scheiß Shop-Köppel. Na, das ist stressig, ey, dieses scheiß Zwielicht. Ja. Das Blöde ist, wenn man die nicht sieht und die einfach auch nicht angreifen. Das nervt einfach nur, weißt du, das würde erreichen, wenn dann jeden Raum nur einer oder zwei von den Viechern sind. Ja, wenn ich gerade wüsste, wo ich hinschieße, ich wüsste, wo die gewesen werden. Da gibt's immer noch welche von denen. Alter. Ich bin doch ausgewichen. So. Das Boost wird bestimmt das lange nehmen oder wird Big Bang nehmen? Ich meine, er hat das lange genommen. Ja. Du siehst ja auch über das Grüne jetzt zum Beispiel stehen, Spooz. Weil es nur einer abgestimmt hat, stehst du immer da, wo wer hat es gemacht. Achso, Heilungsschaden. Du kriegst, wenn du Schaden bekommst, kriegst du Heilung. Yep. Okay. Muss halt. Endlich haben wir den Boss. Mit zwei goldenen Augen. Pilze gesammelt. Ist ja wurscht. Ja, aber mit Pilzen ist der einfach noch Raum. Ja, wenn jetzt zum Beispiel. Ja. Da hat jemand das Spiel schon verstanden. Da hat Ruby schon das Spiel bestanden. Wenn Ruby jetzt natürlich die anderen Geister angreift, die mit dem Klingen, gibt der immer dazu zusätzlich nochmal XP. Das ist ganz hilfreich. Solange sie nicht ausgesaugt werden, sagen wir es mal dazu. Der ist viel zu einfach, der Boss. Wenn du weißt, wie du gegen ihn vorgehst, auf alle Fälle. Aber lass uns vorerst mal noch einfach sein, weil schließlich kommen ja noch ein paar Ebenen dazu und es soll ja nicht gleich von unten her eine Stunde dauern zu spielen, bis du jetzt zur Ebene 5. Ja, bis zur Ebene 5 hast du eh schon eine Stunde. Ja, die müssen es dann irgendwie so machen, dass man einen Break machen kann nach den ersten 5. Weil sonst wird es einfach zu lang am Stück. Kannst du ja machen. Nur du musst wieder alle viele Leute zusammenfinden. Das ist ja das Problem. Da lebt ja noch wer. Der Gnadenschuss. Also von mir aus kommt besser zum Aufzug gehen. So kann ich hier nichts nehmen. Ich kann auch nichts wählen, also das ist jetzt so. Ich kann nicht mal J drücken zum Bug reporten. Könnt ihr euch bewegen? Ne, wir kommen hier aus dem Ballbildschirm raus. Oh.
Dann empfehle ich euch einer nach dem anderen zu disconnecten und wieder rein zu joinen. Du hast du schon was genommen? Nimm mal lieber nichts. Ich hab schon. Ach, bei dir hat's funktioniert. Bei mir hat's funktioniert. Ja, Host Cheater wieder. Reset funktioniert auch nicht. Naja. Das heißt, einer von euch, also sagen wir so, ihr könnt rausgehen und wieder reinkommen, weil das Spiel hat ja eure Player-ID. Das heißt, ihr müsst wieder reinkommen. Soll das nicht funktionieren, starten wir einfach neu. Ja, ich kann nicht mal beenden. Ich muss wirklich Alt und F4. Ja, die Geheimwaffe, Alt und F4. Ich warte mal in dem Räumchen hier auf euch. Ich schreibe kurz noch mit dem Bug Report rein. Es ist auch zum ersten Mal, glaube ich, passiert. Ja, das hab ich auch noch nie. Das kann passieren. Kann bei der. Ich wollte einen Totalflip mal ausprobieren. Wenn man schon mal selber abwortet. Das sollte normal so durchgehen, dass ich abstimmen kann, oder? Horizontalflip, was ist das? Horizontalflip, da ist ein bisschen was vertauscht worden. Mittelspiegelachsen und so. Okay. Oh, das ist heftig, das Ding, ja. Normalerweise dürfte ich doch gar nicht abstimmen können. Soll ich nochmal anmerken, warum der Host abstimmen kann? Also wir können den Horizontalflip mitmachen oder wir gehen zum Aufzug von Aufzug und haben den Horizontalflip nicht. Also das ist eure Entscheidung jetzt. Okay. Ja, ich möchte schon mal sehen. Gut. Und dafür spiele ich doch dieses komische Twitch-Zeugs. Der Schöne ist, wenn du Wackelpudding mal hast. Den grünen Wackelpudding. Weißt du, was ich meine? Warte, das ist fies. Das ist noch das Beste von denen. Es gibt noch was Schlimmeres, wo die ganzen Tasten vertauscht. Ich noch einen Vertikalflip auch, logischerweise. Oh oh, Rübel, du kannst zum Pilz hinkriechen. So, erstmal um den Leben hier drinnen. Ich muss mal gucken, ob ich den Bonus gleich noch wählen kann. Bonus? Der Bonus ja von dem Bossmonster. Hört sich ja auch normal, Gott sei Dank, ey. Ja, das ist schon fies, wenn es plötzlich kommt. Wenn man gerade bei Raum waren. Ich sehe nur einen kurzen komischen. Was ist das? Und eben halt unten in diesem Chatfenster, in dem Chatfenster, sieht sie eben halt das, was früher oben stand, eben halt. Wo jetzt Ding ist. Schon, Kontrolle haben schon gesehen. Ja. Oder Command oder was? Ja, eben halt der CMD, das ist immer das Ding. Nehmen wir das Schlechte oder das Gute. Warte mal ganz kurz, wo ist der kleine Rübelchen? Da ist der Rübelchen. Rübe ist ein paar Pilze. Achso, nee, du bist voll. Der ist nicht voll. Test ist ein paar Pilze. Ja, nee, stimmt gerade ab für was Gutes. Dass es auch mal sieht. Wo ist jetzt mein Fehler drin im Text? Ich habe schon meine Fehler entdeckt, was ich geschrieben habe. Wo war denn der musst du das genau abschreiben oder was? Ja, das, was da oben steht, sollte möglichst genau dort stehen. Okay. Wenn man es mal richtig eintippt. Wo war denn der Boss?
müssen wir mal sagen. Geht durch diese Türe da durch, da wo ich hingucke. Durch die durchgehen. Das ist nicht mehr da, das ist weg. Instagip. Wir könnten das leider nicht mehr ausprobieren. Instagip ist immer halt, du mit einem Schuss sind die Gegner tot. Kann man sagen. Ah, okay. Bearbeiten. Scheiße. Ja, aber es ist ja eher Aufzug jetzt. Stimmt, ich sollte noch Gewürz essen. Aber lieber was Gutes als was Schlechtes mit nach oben vergehen lassen. Wo war der bei dir hier? Der Aufzug. Müsste noch ein Stück weiter, oder? Habt ihr den schon? Ja. Das Fuß wird sie dann auch finden. Ah, war der Bonus nicht mehr. Bierbar. So. Oben gibt es ja genügend Pilze. Emily, lass die Schaufel in Ruhe. Hä? Emily ist langweilig. Ach, da steht's ja. Ach so. Arbeiten. Hör auf mit deinem Regen da. Guck mal, was ich kann. So, Entschuldigung, rüber. Mach doch nichts. Instagip. Oh, wo seid ihr denn jetzt? Beim Aufzug, es gibt keinen Raum mehr. Deswegen ist Instagip sowas von sinnlos wie noch was. Ja, ich konnte es nicht verkaufen gerade. Ich hab's jetzt erst gesehen. Ja, ich hab's auch nicht verkauft, sagen wir mal so. Bei Totens, wir haben bis jetzt nur gute Sachen gehabt und nur drei schlechte Sachen. Oder? Ja, dann machen wir nur schlechte Sachen. Ja, nein, würde ich dir lieber abraten. Weil du siehst ja selber, das Zehner hat ja mehr gebracht, wenn du es verkaufst, als wie wenn du Level 1 Ding verkaufst. Und so ist es umgekehrt. Ich komm nicht Level wieder. 10 ist schweineteuer zu verkaufen. Und besonders kannst du richtig fies werden, weil dann steht dann zum Beispiel dort nicht irgendwas vertauscht, wie Horizontal oder Vertical Flip, sondern eben halt Rüstungsdongle, Waffendongle. Das heißt, schlechtere Waffe. Und dann kannst du sie nicht leisten. Und das ist fies. Neue Sprüche gibt es auch unten, ne? Wurde auch ein bisschen angegradet. Ist ja immer ein bisschen langweilig, wenn diese Sprüche dastehen. Gut. So, ja da. Aha. Oder sag bin kurz da weg. Ja. Er ging halt nein. Das finde ich halt total bescheuert, was da. Oh Gott. Was bescheuert? Boah, die Dinger hasse ich. Dass da jetzt ein Jahr steht? Nee, dass die Befehle wieder kurz sind, wobei es noch die gleichen Effekte sind. Also die Befehle sind an Anfang kurz und oben Level 10 wird Schwede-Ding. Aber. Ja, das musst du Rupel sagen. Ich habe nicht alles so geedet. Ich habe nur ein paar Sachen dazu geschrieben. Einfach nur ein bisschen so süß. Also ich habe nur was dazu geschrieben. Also ich habe jetzt nicht sehr großartig hier umgeändert. Nee, das meine ich jetzt nicht, aber das ist halt. Ich weiß nicht wieso, aber ich wurde von irgendwas habe ich Schaden gekriegt, aber. Ich könnte sagen, wo was. Ja. Es sind sich Nature Wumms. Hast du Fliegen abbekommen? Ah.
Okay, das funktioniert irgendwie. Wir haben einen Zuschauer. Der Chili zockt. Oh, zockt, ja. Hey ho, und danke für den negativen Effekt. Wir wollen eigentlich nur gute Effekte. Menno! Ja. Mach du den ganzen Taktik kaputt! Hat eine Heilung zufällig? Nee, oder? Ich hab Heilung, glaube ich. Ich hab Fortnite Kupferschreiung. Stirb. Einer wäre schon nicht schlecht. Oder? Neuer Nickname. Yeah. Cool. Ich verkauf's nicht. Welchen habe ich jetzt? Ey, ey! Diebstahl! Diebstahl! Wie kann ich sehen, wie ich heiße? Nebli, du heißt das TV. Genauso wie genau, der. Ja, bis auf Spooz heißt. Spooz wie heißt ich jetzt? Wie heißt ich jetzt, Spooz? Du hast ja ist jetzt alle Desk TV, weil du jetzt der Erste bist, der es geschrieben hat und deswegen der Effekt. Herzlichen Glückwunsch bei Desk TV. Mit den 4 Mitspielern Desk TV. Sind irgendwo Pilze? Ich glaube, ich habe keinen gegessen. Bräuchte echt eine Heilung. Halt. Also das finde ich auch mal witzig. Letztens habe ich Burner gegessen. So, mal gucken. Ich nehme mal vorsichtig mal Loot mit. Weiß ja nie. Da verreckt doch endlich mal. Ach, warum mussten die Namen sich wieder umändern, Menno? Schon eine schlechtere Rüstung, Alter. Also du könntest ja im Chat regelmäßig gut und schlecht in Abwechslung machen. Das wäre ganz hilfreich. Also ich habe das bezahlt. Also ich habe jetzt schon bezahlt, weil irgendwie so auf den Geeks geht. Aber er kann es ja in Abwechslung. Also der Zuschauer könnte seine Abwechslung schreiben. Einmal schlecht, einmal gut. Nee, das ja, ist ja vom der Zuschauer der die Wahl, ne? Ja, aber so, ich gebe ihm ja nur eine Auswahlmöglichkeit. Okay. Ja. Das war jetzt gemein. Boost, das war wirklich gemein. Das Boost, ich hatte dieselbe Idee. Deswegen habe ich mich schon mal versteckt gehabt, aber. Ach, dann haben wir denselben wie vorher. Nee, ich habe einen anderen. Ich habe denselben wie vorher. Bart Simpson. Komm, Bart Simpson hört sich doch gut an. Spoosy. Das verkaufe ich mal. Das Schild nicht wegkriege. Danke. Lass den anderen doch auch mal wieder was abstimmen, Spoos. Nein. Doch, wir haben 6 Zuschauer. Lass ihn da noch mal mit abstimmen hier. Ja gut, dann bitte sehr. Weil nach der Abstimmung tue ich die Vote-Anzahl um 1 erhöhen. Bei dem kommenden Strich müsst ihr das über der Raute nehmen. Genau, Raute heißt das. Oder Text. Nee. Oder Hashtag. Hashtag, würde ich sagen, genau. Gartenzaun. Wäre zu empfehlen, das zu nutzen, weil das andere, was über der. Wo steht das? Das andere macht keinen Sinn, was auf der Tastatur findet. Nee. Gegner leistet. Ah, das kam mit dem. Ja, okay. Wie kann ich die Wortanzahl ändern? Warte mal. Na, das darfst du jetzt nicht machen. Warte mal, gib's mir mal ein, aber so, dass es falsch ist, weißt du, was ich meine. Eben halt ohne Zahl.
DVOTES. Ja, der sagt mir, ich soll noch eine Zeile geben. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich erst danach, wenn es aktiv ist. Also jetzt. Ganz genau, also du bist das irgendwie mal kurz versch. Oh, so, ändern mal da auf 2. Ich hab nicht wundern, warum wir jetzt nichts abschauen können, das könnte wieder verbockt sein. Hat jetzt fix Nummer 1. Ach so, Pixelbreak. Ja. Ja? Nicht wundern, ich habe die Anzahl der Votes erhöht. Das heißt, im Endeffekt hat er wieder was Schlechtes genommen. Okay. Das ist zum Beispiel Pixelbrei. Es wird wieder besser, nach Ablauf der Zeit. So. Wir haben mal einiges durchkriegen. So, Dali. Jetzt müssen 2 Leute abstimmen und das wird natürlich noch knackiger. Denn ich krieg auch das Schild nicht weg bei den Viech. Guck dir das mal an. Ich glaub da drauf. Ich helf dir mal. Du sollst auch mal die Stöpfkelle drauf donnern und nicht drauf schneiden. Aber trotzdem müsste das nach einer Zeit. Alter. Ich rette dich. Alter. Ja, endlich. Leute, ihr könnt's abstimmen. Leute. Ich wechsle die Anzahl, dass das Bose nicht mehr so viel sein kann. Ich weiß, Rübe. Ich würde da auch was anderes. So geht's mir auch die ganze Wir Zeit. Wir brauchen echt mal ein Waffen-Upgrade, wäre echt mal sinnvoll. Ey. Ja, aber dafür müsste man das Gute voten. Und ich habe die Anzahl jetzt auf 2. Das Bus könnte ja schon mal abstimmen. Hab ich das schon. Warte, das Bus noch nicht reinkommen. Das müsste ich irgendwo noch reporten, weil die negativen Effekten kann man leicht. Mein Leben halbiert, das ist gut. Für das Wahnsinns. Wieso kann das eigentlich jeder verkaufen? Aber hey, das ist eigentlich bescheuert. Wie ist es jetzt, wenn 2 das machen und 2 nicht? Das haben wir auch gerade gefragt. Haben wir auch gerade gefragt. Ja, ich reporte das gleich mal. Also ich habe gerade 3 Report-Sachen. Ah, hau ab, ey. Mistviech. Machst du da Test? Ich habe abgestimmt. Okay. Dafür habe ich mein Leben riskiert, aber ich habe abgestimmt. Wir sollten ja zumindest. Du kriegst echt nicht mehr weg. Du kriegst einfach das Scheißschild nicht mehr weg mit der Waffe. Mhm. Deswegen. Und stell dir vor, du hast die ganze Sache auf Steinzeitrüstung. Ach, das ja, schon man kommt auch nicht mehr in Rage-Modus irgendwie, ne? Na doch, ist schwierig. Um sie bei das Eis. Hackel sie fix Nummer 3. Ist doch. Wusch, ich beschütze dich, du darfst abstimmen. Boah, jetzt kommt wieder von hinten. Ich bin auch gleich da, glaube ich. Auch ein Pilz. Das hat mal gerade für einen Effekt halbes Leben. Ja, deswegen was Gutes. Und ich würde vielleicht nicht gerade so lange mit da stehen bleiben. Ja, ich sehe es gerade. Du wurdest nämlich getroffen. Oh, ernsthaft, Alter. Alter. So, hier gibt's Pilze. Hier gibt's einer. Ich glaube, der Wand war auch ein bisschen. Ich kann gleich sterben, ich krieg nicht mehr Leben davon. Oder ist da noch einer? So. Ja.
Juhu. Was waren das gerade noch? Warte mal ganz kurz. Jetzt haben das letzte war ja gerade Helm Upgrade. Nee, was anderes noch. Ja, warte, dann habe ich ja jetzt eine Fähigkeit. Wurzeln, okay. Fällt gerade ein Bug nicht mehr ein. Was war denn das? Test? Dass ich hier gemutet. Warte mal kurz. War das genommen oder wie was? Wie habe ich mich verdippt? Go, weiter. Du hast es abkopiert, das ist falsch. Ja. Da ist das halt richtig, du hast den Komma vergessen. Leerzeichen vergessen. Ja, deswegen. Ich bin mal so frei. So. Ich bin mal so frei. Ja, gut, lass nur. Entschuldigung, ich musste gerade was anschreiben. Bevor ich das komplett vergesse. Ja. Wenn es geht, bitte alle sofort den Raum betreten. Okay, dann musst du herkommen. Weil wenn die Tür aufgeht, geht doch der Fact sofort an. Pass auf. Oder? Okay. Okay, ah, oder so. Okay, oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Alter, sofort geschossen, der Typ hier. Ah, das ist aber echt ordentlich, Regeneration. Ja. Ja, es lohnt sich schon. Zu dich war voll, aber für euch hat es sich gelohnt. Ja, ich hab gerade am Anfang mal ordentlich Schaden. Oh Gott! Dieser Scheiße. Ich habe das Abstimmungsding mal wieder auf 1 runtergesetzt. Was es einfacher geht. Alle Nahkämpfer können herkommen. Er ist eingefroren noch. Einen kleinen Käfer kümmern. So wie ich ihn Spoos angucke, stimmt er mal wieder ab. Nee, mach ich gerade nicht. Es ist aber genügend Zeit. So, wie geht's jetzt? Ah, geh aus dem Ding raus. Ich sehe das nicht mehr. Schaden mal 4. Aus Schaden mal 40, keine Ahnung. Lass mal haben. Waffen-Upgrade. Sagen wir mal so, da bin ich jetzt dran schon, dass wir das Waffen-Upgrade haben. Der Schaden mal 4 habe ich einfach durch die Votanzahl, was er jeder ändern kann. Ey, du bist voll der Betrüger, Betrüger kann ich jetzt wirklich sagen. Erstens, Rübe ist die Waffe auf den Keks gegangen, Spoos ist die Waffe auf den Keks gegangen, mir noch nicht. Ja, da muss man halt damit leben dann. Ja, aber wir wollen ja auch was sehen, weil ich habe gestern gesehen, beziehungsweise im Frühstück, wo der Hubi auf die Schnapsidee gekommen ist, mit 3 anderen Leuten zu streamen. Auch Luther Kings und ich war der Einzige, wo abgestimmt hat. Du merkst ja, definitiv, okay, dass du keine guten Waffen hast. Da hast du es in die Tonne klappen. Ja, das merkst du schon. Ich meine, ich merk's jetzt auch, der Schild ist sofort weg. Achso, na gut, wir haben ja auch 4-fachen Schaden jetzt, ne? Ah ne, das war das andere. Das wäre das andere gewesen. Ja. Okay. Aber vor allem, ich sage ich mal, sollte vielleicht das Fledermaus
Fledermaus, ja. In Fachkreisen genannte Fledermaus. Also tut mir sehr leid für die, wo Nahkampf haben, aber die, wo Fernkampf haben, können sie glücklich schätzen. Wie viel Loot habt ihr so? 400. 346 und ich hab den E-Bug. Ja, ich seh's gerade. Ja, ist mir erstmal wurscht, weil ich sag, ich muss ja keinen besteigen. Ich hab Felsen. Instaskip, jetzt haben wir den Instaskip. Ein wunderschönen Instaskip. Oh. Meine Frage kommt jetzt, das gibt jedes Mal. Aber da so wie der E-Ding auch wieder resettet, passt alles perfekt. Das ist das gibt, mag uns nicht. So, über 1000 habe ich. Tina Luther. 1900. Ich lasse es mal so, wie es ist. Dann eigentlich sehe ich mal das komplette Folge hoch. Wie viele Zuschauer hast du jetzt? Aktuell so. Das bin ich und das Bus. Wir hatten schon mal zur Spitzenzeit. Zur Spitzenzeit. 6 Zuschauer. Und es gab mal eine, die hat abgestimmt, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, weil wir wieder dazwischen gefunkt haben. Ja. Ich habe auf dem Discord habe ich Werbung gemacht, so insgeheim Werbung gemacht, weil ich ja braucht ein paar Leute zum Testen des Twitch-Modus. Aber ich glaube, viele gucken beim Hocken vom BCO gucken Gronkh zu. Ja, klar. Da könnt ihr auch uns zugucken und nur abstimmen. Da müsst ihr ehrlich bei den Ton anhaben. Ja, da müsstest du halt mal einen Tag die Woche immer die gleiche Uhrzeit machen, dass die Leute wissen, okay, jetzt. Ja, das einzige Problem ist, ich mache das zum ersten Mal auf Twitch. Normalerweise sind nur auf YouTube tätig mit Streaming. Ja. Deswegen, ich habe keine einzige aufgebaute Community hier auf Twitch, also. Kappa. Der ist wohl neu. Nö, Kappa war vorher schon da. Kann ich noch gar nicht. Haben wir jetzt dieses Instant-Zeugs oder nicht? Nee. Nee, ne? Ah, man, da ist gerade kein Gegner jetzt. I will cheese go. Da war zumindest bis zum Boss kommen. Ich sehe gerade gar nichts sonst. Und wir haben, wenn ich mal das Stream-Ding angucke, die Aufnahme angucke, streamen tue ich schon über eine Stunde. Und die Aufnahme läuft 53 Minuten schon. Es dauert definitiv länger. Oh Gott, was ist das für ein Befehl? Frag mich nicht, was da unter Rot steht. Ach, das Legendary. Wait for it. Eigentlich müsste das heißen Moment. No, nicht Legend. Wait for it. Aber was ich gut finde, dadurch, dass ja die, dass zum Beispiel die höherwertigen Sachen, also die wo zum Beispiel das Grüne ist ja niedriger und das heißt, ist jetzt kürzer zum Eintippen. Das heißt, wer jetzt der Schraubfaul, also Schreibfaul ist, oder bedarf es abstimmen, der sucht sich natürlich im ersten Moment vielleicht nicht gerade das aus, was rot oder grün steht, sondern das, was einfach ja, zum Schreiben. Deswegen ist es ja so gemacht, dass. Ja. Und hier ist die Türe. Hier hinten ist noch ein Pilz. Du willst einen Pilz? Nein, den will ich da schnell. Pilz? Ja, ich werde gleich den Bug Report spammen. Pilz. Ich habe mir gerade noch 5 Sachen aufgeschrieben. Verdammt, ich habe keinen. Oh doch. Mann, wir haben auch gerade abboten, aber nee, muss das Boost wieder. Plus 2.
Du kriegst immer zwei Pilze oder du verkaufst es. Ich verkauf's jetzt mal. Sind es dann Pilze, die herumstehen oder Pilze? Nee, die wurden im Inventar. Nee, ja, der habe ich ja eh noch zwei gehabt. Jetzt habe ich schon wieder drei. Boah, ich bin auch fast down. Oh, die sind hart. Ja. Der wieder rumspringt dann. Ich glaube, hier gibt es irgendwo Pilze, kann das sein, oder? Die sind alle weg. Autsch. Aber wenigstens hat jetzt eine Heilung, das ist ganz gut. Ich tipp das nicht. Ja, genau. Ein. Wir stellen es mal alles zusammen, dann heilst du es mal hoch, bevor wir weitergehen. Ich tipp das ein. Mhm. Ich tipp das also nicht ein. Das hast du auch mit dem grünen Stett. Da muss man echt aufpassen, dass das in manchen Streams nicht gebannt ist, ne? Erstens das und zweitens könnte es ja passieren, dass Twitch irgendwann sagt, Aber ich denke, du kannst, deswegen kannst du auch deine eigenen Texte erfassen, weil es gibt bestimmt welche, die tun alles raus, safen das und machen dann einfach nur noch irgendwelche Zahlenkombis rein. 1, 2, 3, 4 oder Buchstabenkombis. Wo du eben halt nur noch hast, okay, das ist steht komplett bei schlecht, okay, paar Sachen bei schlecht, paar Sachen bei gut. Da musst du aber aufpassen, dass Leute das nicht ausnutzen und Leute bannen lassen, ne? Also die bestimmten Kombinationen, die sie halt vorgeben, dass die nicht gebannt werden, die Leute, ne? Ja, das will ich meine Kombination, ich meine, dass eben halt pro Level schlecht oder gut drei Sachen gibt. Eben halt kurze Sachen, was ich meine, so wo da steht eben halt Gegner. Schaden. Ja. Sowas steht eben halt. Eben halt ein Wort steht, wo du sagst, es ist nicht zum Bannen da. Wo du genau weißt, es kommt nur bei Level 5 vor. Und da hast du vielleicht drei Auswahlmöglichkeiten bei Level 5, was das Spiel sich aussuchen darf. Sowas meine ich. Nee, ich meinte, dass Leute sich ihre Wortkombination für das negative Zeug, ne? Ach, du meinst, speichern? Tun, nee, die so auf die Bannliste absichtlich tun, damit die Leute gebannt werden, beispielsweise. Und das können wir auch bei jemand anderem Spiel machen, aber. Kaido of the Bell. Also der Kaido stimmt mal zu. Oh, wei, wei. Der Kaido. Aber wenigstens Waffen-Upgrade. Yes! Oh, sehr schön. Oh, Leute, ich hab die Schaufel! Ich hab die auch die Schaufel. Jetzt haben wir alle Nahkampf, wa? Ja, wir haben alle Nahkampf. Ich sag doch der Kaido. Kaido, was hast du Star nur beschert? Der Kaido. Was soll ich für den Wurzel? Er hat den Tischbein. Er hat das Tischbein. Ich habe kein Tischbein. Doch, ist doch das Tischbein. Ihr habt doch Tischbein und wir beide haben die Schaufel. Nee, ich habe kein Tischbein. Was ist das dann? Ja, das ist kein Tischbein, Mensch. Wie heißt es dann? Heißt doch kein Tischbein. Also heißt doch, also. Alter. Achso. Ja, ich bin auf der Brennsuppe daher geschworen. Ich wurde angespült, sagen wir es mal so. Da war die Leitungsverbindung noch nicht so im Gedächtnis angekommen. Im Öhrchen, ja, aber noch nicht im Kiel. Also müssen sie sich abheilen. Waffen-Upgrade. Wie oft kommt das jetzt noch? Kaido, was gibt's denn du, Alter, dass wir jetzt so total mit Waffen-Upgrade Paprika-Spann! Krieg ich die andere Scheiß. So, ab sofort, wenn ich Waffen-Upgrade krieg, verkaufe ich. Ich will mal Paprika-Stab behalten. Ein Vorteil. Der Kaido hat wirklich ein gutes Händchen, muss man sagen.
Wir doktern da wie lange rum, um Waffen, bessere Waffen zu kriegen, oder Kaido zu haben miteinander? Also irgendwas macht der Kaido anders da als wir. Verspottener Geist habe ich jetzt. Was habe ich denn jetzt? Felsen. Man muss ja auch mit etwas zufrieden sein. Unsichtbarkeit. Ist nur eine gewisse begrenzte Zeit so. Die müssen Nahkampfwaffen alle irgendwie. Ich sag mal so. Vielleicht ein bisschen besser koordinieren, dass nicht jeder dann Nahkampf hat. Was soll ich meinen? Warte mal, ich muss mal kurz reporten. Ja, dass nicht jeder dann Nahkampf hat, wenn sowas kommt mit so einer Waffe. Das was ich meine. Ich hatte nee, ich habe gerade das Problem. Ich habe zwar Unsichtbarkeit nicht verkauft, aber ich bin trotzdem nicht unsichtbar. Weißt du, das ist bekannt, der Bug. Hm. Letztens. Ach man, immer wenn man nichts sieht, dann weiß man nicht, wohin man seine. Ja, besonders wenn man nicht angegriffen wird. Wenn man angegriffen wird, sieht man ja, wo steht die Person, die wo einen angreift. Aber so leider nicht. Gar nichts mehr, ich bin doch gleich tot. Ich bin tot. Aber irgendwie ging diesmal die Krabben besser zu erledigen für dich. Wenn man nicht die ganze Zeit bei den Krabben hängt. Kommst du her für die Milchblume? Hier kriegt jetzt einer auf die Nase. Ey, Schaden macht die wie die Sau, das ist halt unglaublich. Mhm. Zweimal erwischt. Wieder down. Oh, ja, immer noch die Felsen. Da, die kriegt jetzt was anderes da. Was war jetzt Downgrade? Hätte ich es irgendwie aufhalten können? Ja, indem du es verkauft hättest. Indem, dass du. Ja, wenn man da muss man echt aufpassen. Yep. Was war denn jetzt? Downgrade habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Helm. Rüstungs-Downgrade. Ich habe es mitgemacht, weil ich dachte, okay, ich krieg vielleicht dann die Wurzeln oder Klingen statt Felsen. Ich habe so schnell gar nicht geschnallt. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber der Kaido, also der Kaido kriegt das wenigstens hin mit den ganzen Sonderzeichen und so. Ja, wenn man es weiß, dann weiß man es, ne? Wenn man es weiß. Hoffentlich fixen sie das im nächsten Update, dass die Sonderzeichen wenigstens mal rausfliegen, komplett aus dem Deck. Das habe ich ja schon, das habe ich ja schon letztens gesagt gehabt. Oh. Ja, ich werde es nochmal anmerken, weil das ist wirklich, wo ich sage, wenn ich es wird dunkel. Okay, das will ich sehen, das will ich sehen, das hatte ich überhaupt nicht. Ich auch noch nicht. Nee. Ja, ich habe es bezahlt. Das ist ja eh sowieso die ganze Zeit nichts, ne? Einfach mal gut drücken. Wird ja schon ein bisschen was helfen. Also das mit ums Dunkel war, ich sag mal, billigste, einfachste Methode. Mit der Umsetzung. Also ich dachte, dunkel wäre jetzt etwas länger, aber wenn man geht und nicht stehen bleibt, ist es gar nicht so schlimm mit der Dunkelkeit oder so. Ja, okay. Sag ich, Pille-Palle das Ding. Da finde ich jetzt das hier, ich bin dauerhaft. Ich bin eine ganze Zeit in der Zwischenwelt gewesen. Ja. Ja, das ist das Schlimmste. Ja, der Wembley hat wohl nicht so gute Waffe. Ach komm, bin wieder down. Rüstungsupgrade. Danke, Kaido. Wo muss ich auch mal bedanken hier? Ach nö. Leute. Das könnte mich nicht antun. Das könnte mir jetzt nicht anmachen. Leute. Na verdammt, meine Methode fehlgeschlagen. Wie ist denn jetzt eigentlich gestorben? Weil ich habe versucht, eine schnelle Paprika einzusetzen, aber da war doch die Angriffsschaden der Gegner ein bisschen zu stark, als was ich eingeschätzt hatte. Und alleine ist auch schlecht geworden. Ja, irgendwie das ist gut, also zumindest bis jetzt haben wir ja noch nicht.